jede Freifläche wird da mal gebaut. Lebensräume vollgepackt mit Dingen, die keiner braucht. Nix zum Wohnen und überhaupt kein Vertrauen in die Entwicklung. Und wenn du zu viel einsteckst, ist eine Frage der Zeit. Wann teilst du aus? Manche geilen sich aus an ein paar süßen Boutiquen. Dinge nehmen Lauf, während Steine durch die Fensterscheiben fliegen. Die einen finden es geil und verteuern ihre Waren. Andere müssen es, sonst könnten sie die Miete nicht bezahlen. Bei manchen lässt Bewusstsein seit Jahrzehnten auf sich warten. Solange sie es noch behaglich haben, ist ihnen alles egal. Wir haben nicht die Wahl, wir haben ein Portemonnaie, was uns sagt. Können wir uns so Leben leisten oder haben wir die Sachen schon geparkt? Mein Kiez ist schon längst gentrifiziert und während ich der Sorgatec noch Kohle in den Rachen schieb, ziehen meine Nachbarn weg. Und ich laufe durch die Straßen mit hängendem Kopf aus Respekt. Wie hip kann eine Stadt noch werden? Wie viele Menschen wollt ihr quälen mit der Angst, das Zuhause zu verlieren? Wie können wir unsere Köpfe heben, während wir auf Trümmerhaufen stehen und uns einreden, das wäre nur der Lauf der Dinge? Wenn wir uns organisieren, Druck ausüben auf die Politik mit dem Ziel, Spekulanten die Macht zu entziehen, dann managen wir selber das Quartier und wenn wir rausfinden wie, dann ist das der Lauf der Dinge. An jeder Ecke eine Party und mich trifft die Stimmung nicht. Wenn's um Kohle geht, zeigt diese Stadt ihr hässlichstes Gesicht. Zu viel Gewicht, um den Kiez zu genießen in den Bars, die ihr jeden Tag aus dem Boden schießen. Wir brauchen kein Olympia und keine scheiß Events. Wir brauchen Luft zum Atmen, die Geduld ist begrenzt.